Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zum 184. Part von Let's Play World of Warcraft. Mal gucken, was die Wellensprecherin Valoren zu uns zu sagen hat. Visionen der Vergangenheit, Aufstieg aus der Tiefe. Was habt ihr mir vorhin von den Nagern erzählt? Lässt mir keine Ruhe. Wer sind diese Verbündeten, die sie rufen? Denken sie wirklich, sie könnten den Gezeitenjäger besiegen? Die Flucht aus der Hölle ist eine ganz schöne Erleichterung, aber unser Ziel hier bleibt das gleiche. Ich hoffe, dass ihr bereit seid, ein letztes Mal die Antworten bei der Kriegsmaid zu suchen. Ich kann nur einen Ort geben, an den sie das Artefakt gebracht haben, den Tempel oben auf den Ruinen. Sicher wird er gut beobachtet, seid daher vorsichtig. In den Tempel von Quel'Dormi eingedrungen und Zeuge der letzten Geschichte der Kriegsmaid geworden. Ist die Kriegsmaid gestorben? Warum sehen wir nichts mehr von ihr? Wir haben, seit wir gegen die Nager gekämpft haben, nichts von der Kriegsmaid gehört. Der letzte Anführer, von dem wir gehört haben, war der Gezeitenjäger, den wir besiegt haben. War es der gleiche, der mit der Kriegsmaid irgendwas gemacht hat? Also, das klang jetzt sehr falsch. Sehr falsch klang das. Ach, ich freue mich schon auf Urlaub. Ich hatte seit 6 Monaten keinen Urlaub mehr. Ja, seit 6 Monaten, seit dem 1. 15.1. Seit da hatte ich keinen Urlaub mehr. Vor 6 Monaten. Die Ehrenwachen sind hier unterwegs. Sie schwimmen auf den Tempel zu, genau wie ich. Ist es das, was ich denke, was es ist? Ist das der Schmelzsiegel, genau. Der Schmelzsiegel erscheint matt und schon lange nicht mehr in Gebrauch. Vielleicht gibt es hier in der Nähe einen Ort, an dem ihr euch mit der Kriegsmaid abstimmen könnt. Die Qualdier sind zurückgekehrt, um uns die Stadt zu entreißen. Ihr werdet da draußen gebraucht, Kriegsmaid. Ah, Kriegsmaid, das Wort und der Wille unserer Lady sind mit euch. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Tiefenrufer Asyara, Asraya und meine Gezeitenpriesterin müssen zurückkehren, damit wir dem Ritual beginnen können. Könnt ihr ihnen meinen Wunsch überbringen? Ihr solltet sie auf der Tempelterrasse finden. Und den Treppen und... Asaya hält sich mit der Treppe da. Keine Ahnung. Mann. Unsere Lady befindet sich im Kampf. Die Hand der Lady, Kriegsmaid, sucht nach meiner Ehrenwache auf dem Schlachtfeld und nehmt ihnen ihre Feinde ab. Sie müssen sofort zurückkehren, um die Priesterin zu beschützen. Ich kümmere mich um den Eingang. Beeilt euch. Sehr gerne, meine Lady. Was ist denn das hier? Seele verschlingen. Fuck. Die Fürstin gab den Befehl, dass ihr zum Tempel zurückkehrt. Verliert keine Zeit. Sweet. Die Herren der Gezeiten! Zurück zum Tempel! Ich werde den Gruß hier zusammenkehren. Den Gruß. Was will sie? Ich wollte euch noch 2 Sachen erzählen. Die eine Sache habe ich irgendwie gerade vergessen. Aber auch, glaube ich, nicht so wichtig gewesen. Die zweite Sache war, ich und René spielen gerade in letzter Zeit mal wieder viel, viel Warcraft 3. Und dort gibt es ein Spiel namens Zemli Boga. Zemli Boga bedeutet irgendwie God's Land. Und es ist eigentlich ist Zemli Boga Titanland auf Russisch. Das Problem, die Leute, die Warcraft 3 spielen, kennen es. Man kann als Deutscher keine russischen Schriftzeichen lesen. Auch wenn man Russe ist und eine deutsche Version hat, kann man die russischen Schriftzeichen nicht lesen. Dann steht da die ganze Zeit Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt, Punkt, Strich, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Strich, Strich, Punkt. Ja. Das steht denn da. Das Problem ist nämlich, die Warcraft 3 Engine auf Deutsch und auf Englisch, die können das halt nicht lesen. Das ist halt so.
Richtig gut. Ist das doch die nördliche Treppe, oder nicht? Ach da, verstehe. Und das Problem ist natürlich, ich und René können nichts in diesem Spiel lesen. Das Problem ist aber, dieses Spiel macht echt extrem Spaß. Ja, Kriegsmeid, das Sirakes hat euch geschickt, ihr werdet das Radar gebraucht. Das Spiel macht aber verdammt Spaß, weil es gut ausbalanciert ist. Die einzelnen Klassen, die man spielen kann. Für jede einzelne Klasse der vier Warcraft-Klassen gibt es weitere fünf verschiedene Rassen, die du spielen kannst. Darunter fallen Blutorks, Trolle, Nager, Oger und dergleichen. Zwerge. Und ich und René spielen dieses Spiel sehr, sehr gerne, weil es sehr coole, also man kann 300 Einheiten haben und man kann sehr gut gegeneinander kämpfen. Es macht sehr viel Spaß. Okay. Kriegsmeid, eure Anwesenheit ist mir eine Ehre. Ist die Zeit gekommen, das Ritual beginnen? Ja, Tiefenrufer, die Herrin wartet. Genau, und das ist es halt. Darum geht es halt in dem Spiel. Eigentlich nur um Gegner zu bekämpfen. In Titanland gibt es ja auch immer einen Titan. Und dieser Titan, der kann Einheiten schicken. Dieser Titan reagiert nicht besonders oft in diesem Spiel. Meistens ist er ausgeschaltet, damit die Leute einfach Spaß daran haben, zu spielen. Finde ich auch gut so. Man muss nicht unbedingt einen Titan haben. Und ich und René können nichts lesen in diesem Spiel, wissen nicht, welche Einheiten wir upgraden, wissen nichts von diesem Spiel. Können nichts lesen und dergleichen. Und ich und René sind fucking gut in diesem Spiel. Wir spielen dieses Spiel jetzt irgendwie zum 7., 8., 9., 10. Mal und zum 3., 4. Mal haben wir gewonnen. Wir gewinnen einfach in diesem russischen Spiel, in dem wir keinen Scheiß lesen können, nur weil wir gut in Warcraft sind. Geil. Echt geil. Macht echt Spaß. Das Spiel ist auch super ausbalanciert. Es macht super viel Spaß. Es ist halt einfach ein geiles Game. Hat sich jemand echt Mühe gegeben. Auch wenn es auf Russisch ist. Ja, jetzt fällt mir auch das zweite ein, was ich euch erzählen wollte. Ich habe ja euch erzählt, dass ich vor meinem Haus eine Baustelle habe. Das wissen ja die meisten jetzt schon. Ich glaube, ich habe euch auch erzählt, was diese Baustelle denn eigentlich darstellen soll. Diese Baustelle ist ein Crowdfunding-Projekt von irgendeiner Website und da steht drauf, mehr oder weniger, es wurde durch Spenden finanziert und durch einen privaten Bäcker, also einen privaten Inhaber, der gebackt hat, dieses Unternehmen von mehreren Millionen. Okay. In dieser Wohngemeinschaft, in dieser Wohnung, dürfen nur ledige Frauen wohnen. Okay, ist wahrscheinlich so ein Frauenhaus oder so. Kleine Randinformation, man muss diese Wohnung kaufen. 30 Quadratmeter. Bitte? Da kann doch kein Mensch drinne wohnen. Und warum sollte man sich diese Wohnungen kaufen? Zwei Dinge, was dieses Haus sein können. Ein Bordell. Oder ein saudi-arabischer Prinz macht dort seinen Harem. What the fuck ist das für ein Haus? Keine ledige Frau wird doch diese Wohnung kaufen. Warum denn das? Nicht diese kleine Wohnung. Gott. Gut gemacht, Kriegsmeid. Ich sehe nach der östlichen Brücke. Ihr müsst euch um den Tempel kümmern. Das Ritual darf nicht unterbrochen werden. Nee, aber wirklich, was denkt ihr, ist das? Die Qualdier haben sich als größere Bedrohung herausgestellt, als wir dachten. Aber unsere Pläne konnten sie nicht im geringsten vereiteln. Wenn unsere Verbündeten eintreffen, werden wir mehr als genug Streitkräfte haben, um den Gezeitenjäger zu stürzen. Wir müssen nur sicherstellen, dass das Beschwörungsritual abgeschlossen werden kann.
Wir beginnen sofort mit dem Ritual. Ihr werdet euch darum kümmern, dass uns niemand unterbricht. Erschlagt alle Gfalldir, die in den Tempel betreten. Achtet darauf, dass meine Priesterinnen überleben, um ihre Aufgabe zu vollenden. Koste es, was es wolle. Okidoki. Ich hab morgen meinen letzten Arbeitstag. Traurig. War echt schön. Die waren echt alle super lieb. Die waren echt auch alle toll. Ach du Kacke, verliere ich stark Leben dadurch. Die Sache ist... ich werde es da echt vermissen. Vor allem waren die auch... Die waren alle so nett. Ich mochte die alle so gerne da. Die, Putzfrau... Da habe ich gesagt, ja, ey, Rita, ich habe meinen letzten Tag heute. Und sie sagt, was? Ja, ich sag, ja, morgen habe ich noch Spätdienst und übermorgen auch, da werden wir uns nicht sehen. Und sie sagt, okay, und umarmt mich auf einmal. Und dann komm wieder, bla. Versuch uns mal wieder, voll lieb. Ich weiß nicht, so, ich bin, glaube ich, auch ein Mensch, der Umarmungen echt feiert und der sowas sehr, sehr mag. Qualdir strömen über die Brücke! Kriegsmeid! Lady Nastia ruft ein. Okay. Ich glaube, ich bin so immer ein Mensch, der Umarmungen und Körperkontakt sowas sehr, sehr mag. So unbefangene Umarmungen und so. Einfach drücken und sowas. Ich finde sowas toll. Und sowas macht einen einfach glücklich. Es ist made my day. Andere Leute mögen das wahrscheinlich gar nicht, aber die Dame war auch von anderer Kultur. Und da fasst man sich halt auch öfters an. Und das ist in Deutschland echt... Mangel, also man fässt sich nicht in Deutschland an. Das ist irgendwie etwas, was man nicht so wirklich oft macht. Finde ich eigentlich schade. Ich mag sowas sehr gerne. In anderen Kulturen. Ich glaube, da bin ich ein wenig mehr Ausländer. nee, aber es hat gestern echt made my day, ne? War echt schön. Oh. Wenn Asiantos etwas verspricht, dann hält er es auch. Lady Nasias Ehrenwache sollte ausreichen, um den Rest des Rituals zu überwachen. Geht zur Brücke im Osten schnell! Lady Nasia und der Tiefenlord sollten sich dort mit den verbleibenden Streitmächten aufhalten. Folgt wie immer den Anweisungen unserer Lady. Haltet die Brücke, bis wir das Ritual beenden können. Sobald unsere Verbündeten eintreffen, sind die Qualdir dem Untergang geweiht. Nun denn... Hart. Einfach alle gekillt hier irgendwie leben. Auf zur Brücke. Haltet die Brücke. 5 Minuten verbleibend. Nur im Tod werdet ihr Qualdir Frieden finden. Hart. Einmal reingewascht, alle tot. Alle tot. Diese Gewässer werden euer Tod sein. Warum zum Teufel? Warum möchte... Das Weiter kommt nicht von mir, das kommt von draußen übrigens. Weiter! Warum möchte Helia unbedingt diesen Krieg gewinnen? Das ist jetzt die Frage von Mariko. Ich glaube, es geht eher darum, dass sie die Herrin der Meere war. Genau, mit Neptulon zusammen. Und auf einmal die Naga kommen. Und alles versuchen aufzuhalten. Lady. Ich finde, Lady ist ein schönes Wort. Ich sag das ja gerne.
kleine Lady. Und Ansturm. Er flieht schon. Immer mehr Qualdir kommen. Zwei Minuten, haltet die Brücke. Düm, 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 düm. Oh, Hagrim, der Hoffnungsbrecher. Und so hart wie Satan. Sollten wir nicht angreifen oder so? Haltet Stand! Das Ritual ist fast. Die Animationen der neuen Naga sehen echt krass aus. Guckt euch an. So waren die früher nicht so gut. Glaubt ihr, als nächste spielbare Rasse werden die Naga sein? Das wäre echt geil. Dann würde ich mir so einen fetten männlichen Naga-Krieger nehmen. Unholde der Tiefe. Die Verbündeten der Naga sind die alten Götter. Und ihre Enragi. Die Gesichtslosen. Verdammt. Wie sollen wir gegen die Gesichtslosen kämpfen? Und gegen die Naga in diesen Massen. Ein Gesichtsloser ist so stark wie eine ganze Kompanie. Ich könnte mir keine fähigere Kriegsmein wünschen als euch. Ihr habt euch heute große Ehre verdient. Verdammt. Das gefällt mir gar nicht. Die Verbündeten der Naga sind die alten Götter. Es gab viele Gerüchte, dass die Naga durch einen alten Gott erschaffen wurden, der unter die Meeresoberfläche schwimmt. Ist es das? Hat der alte Gott seine Verbündeten gerufen, die Enragi? Um uns zu vernichten. Diener des alten Gottes, dann haben sich zwei sehr gefährliche Feinde miteinander verbündet. Vielleicht ist es doch nicht so abwegig, dass sie den Gezeitenjäger töten können. Mariko, das dürfen wir nicht zulassen. Wenn Ezhebar den Gezeitenjäger besiegt und seine Macht an sich reißt, kann wahrscheinlich keiner auf den Meeren gegen sie bestehen. Wenigstens ist das der erste Schritt eindeutig. Wir müssen dieses Ungetier vernichten, das unser Schiff zerstört hat. Unsere Marine war mutig genug, eine neue Flotte hierher zu bringen. Vielleicht haben sie ja einen Plan. Das war ein Uzumat, ein Riesenkrakel, die unsere Schiffe zerstört hat, nur damit ihr es wisst. Wir haben ja das Intro nicht gesehen. Captain Taylor und viele der anderen Überlebenden sind bereits auf dem Weg an die Oberfläche. Ich bin mir sicher, dass viele davon einfach nur nach einem Weg suchen, diesen Ort für immer zu entfliehen. Aber ich habe noch viel vor zu tun, wenn die Naga an ihrem Einmarsch in die Ebenen des Wassers hindern wollen. Zunächst müssen wir uns den beteiligten bewährten Monstern kümmern, das unsere Schiffe zerstört hat. Hexasept hat hierfür die zu ruhig zurückgelassen, um eure Reise zu beschleunigen. Ein Blumenstiefel. Blumenstiefel. Zur Oberfläche aufsteigen. Okay. Admiral Taylor ist bereits auf dem Schiff. Ich würde sagen, wir gehen auch nochmal schnell aufs Schiff. Dann hören wir auf und ich gehe zur Arbeit. Guter Plan? Guter Plan. Und...
Die Insel ist kleiner als ich dachte. Und die Handschuhe von EA. Stoffbandagen. Kann ich eigentlich schon fliegen? Nö. Dann nehmen wir uns mal unser Sage-Pferdchen und schwimmen unter den Schiffen der Horde vorbei. Ein Hauch frischer Luft heißt die Quest. Endlich wieder frische Luft atmen. Damit haben wir dann das zweite Gebiet abgeschlossen. Also die schimmernden Weiten haben wir dann abgeschlossen. Und dann kommen die Appischen Untiefen. Da gibt es nicht sehr viele Quests, da gibt es nur relativ wenige. Einmal Hordler töten, einmal Nager töten und dergleichen. Also viel ist es nicht. Flop. Die Zange X2 hat angelegt. Alles einsteigen. Ui. Hi, Jun. Ihr habt ein cooles Schiff. Ein Unterseeboot. Ihr habt es geschafft. Schön, euch zu sehen, Mariko. Es ist ein tolles Gefühl, dem Wasser entkommen zu sein und wieder über ein paar Ressourcen zur Verfügung. Ich bin mir sicher, dass viele der Jungs nach all den Schrapazen alles geben würden, um umzudrehen und nach Hause zu fahren. Aber wir haben noch immer eine schlimme Aufgabe vor uns. Was ist mit euch? Haltet ihr bis zum Ende durch? Ich würde es euch nicht übel nehmen, wenn ihr die Nase voll hättet. Ein Kotzkübel? Nee, Putzeimer. Wir haben die Bestie gefunden, die unsere Schiffe zerstört hat. Sie hat ihr Nest in der Dämmerbucht, einer riesigen Unterwasserhöhle am Rande des Abgrundes. Dieses Mal sind wir bereit. Die Gnome haben in Sturmwind eine wahre Schönheit für uns gebaut. Sie steckt so voller Feuerkraft, dass sie das Scheuseil sich in die Hosen machen wird von Angst. Wenn die Zange X2 an das Board andockt, begebt euch an Bord und schaut, wie ihr helfen könnt. Wir sind direkt hinter euch. Das Licht segne euch. Hier kriegen wir noch einen Quest, dass wir nach Tiefenheim sollen. Die Winde leiten. Darauf habe ich keine Lust. Wir sind jetzt schon fast Stufe 85. Das sind echt wenig EP, die wir brauchen bis Stufe 85. Vielleicht haben wirklich viele Leute sich einfach beschwert, dass die Cataclysm-Quests halt echt nicht so geil sind. Obwohl ich finde, dass sie eigentlich von dem Quest-System her sehr, sehr super sind. Und haben deswegen das Spiel ein bisschen einfacher gemacht, die Levelphase hier. Schade. Gut. Was kann ich für euch tun? Ich würde sagen, wir sehen uns in einem nächsten Part von Let's Play WoW. Und machen uns dann auf in die Appischen Untiefen. Was ist denn das da? Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Das war gruselig. Keine Ahnung, was das war. Jedenfalls machen wir uns im nächsten Part dahin auf. Und ich würde sagen, bis denn.